Miau, willkommen zurück zu Sacred. Hallo. Moin, wir haben gerade ganz, ganz fleißig mal alle Runen beim Runenmeister eingetauscht bei Gabba Gandalf. Richtig. Bisschen Skills gepimpt. Genau, ein bisschen Sachen in die Waffen geschmiedet habe ich auch gerade noch. Inventar geräumt. Alles wieder frisch und neu. Und jetzt gehen wir zum Kobold-Knigge-Kerli, ne? Genau, der da unten. Das ist auch die einzige Quest, die mir richtig angezeigt wird. Ich mach mal hier eben kurz. Ding, die Kristalle wieder an. Jetzt wird er wieder Also, zu Britney. bin. Man leckt gerade ein wenig. Aber geht noch, oder? Ja. Gut. Ja, du standst ja gerade bei mir nur rum und einfach nur den Bogen gespannt, aber nichts. Das ist mein Kampfstil. Heute war es super kalt. Ja, es ist so plötzlich mega kalt geworden. Ich war gestern nicht draußen, kann ich sagen, dass es das auch so war da. Aber auf einmal alles gefroren, selbst der große Park bei uns im, der große Teich im Park, so rum, würde ich sagen, war auf einmal zugefroren. Also schon heftig. Oh, ich sehe schon, dadurch, dass ich gerade die Buffs so aufmunitioniert habe, habe ich jetzt super Nachladezeiten bei meinen Spezialangriffen. Ja, Also. mir auch so. Aber das macht ja nichts. Mit denen kämpfe ich sowieso fast nicht. Müssen wir bei den Skillen, muss ich, habe ich schon geguckt, wo ich drauf gehen muss, damit ich das wieder reduziere. Weil meine Eissplitter haben jetzt auch mega die Abklingzeit. Aber machen auch mehr Damage jetzt. Ja. Alles so fancy hier mit meiner neuen Grafikkarte. Ja, wir können leider nicht daran teilhaben. Nee, Aber aber ich wette, es ist wunderschön. es läuft alles, Entschuldigung, sehr flüssig. Sehr gut. Und ja. Dann hat sich das Geld gelohnt. Obwohl Sacred 2 ja, wie gesagt, schon ein relativ altes Spiel ist, aber Ja. trotzdem merke ich den Unterschied. Auch bei WoW und ja, da ist das ja auch, der ist irgendwie, WoW ist sowieso der totale Ressourcenfresser, ich weiß nicht warum. Das ist ja auch relativ alt, aber wahrscheinlich wegen den ganzen Leuten, den ganzen, ja. Das Sumpfgebiet hier ist ganz schick, ist mal was anderes. Oh hier, ist der Kobold. So, rette das antike Kunstwerk aus dem Orklager. So, du willst also Unterricht in Kobold. Ja, der Kobold-Patriarch kann ganz schön pingelig sein, wenn es um Umgangsformen geht. Ja, einmal hat er einen Kobold während eines Banketts erschlagen, weil dieser einen Trinkspruch zuerst dem Adel und erst dann dem König gewidmet hatte. Aber das Älterwerden hat auch ihn etwas ruhiger werden lassen, obwohl er jetzt ein recht exzentrischer alter Kobold ist. Aber keine Angst, der alte Yolda wird dir helfen. Im Austausch gegen eine winzige Gefälligkeit natürlich. Eine streunende Bande dreckiger Ork-Langfinger hat vor kurzem ein Gemälde von Skove gestohlen. Ja, der Skove, wahrscheinlich der berühmteste Koboldmaler in der Geschichte der Koboldkunst. Rette sein Gemälde und bring es mir zurück. Dann werde ich über dein Ansinnen noch einmal nachdenken. Mir schon fast gedacht, dass wir dahin müssen. Das ist ja wohl total an Star Wars orientiert hier mit Yoda, der in seinem Sumpflandschaft hier. Ja, stimmt. Und Yoda ist jetzt ja auch nicht so weit auseinander. Wenn wir jetzt noch auf Ewoks treffen oder sowas. Das wäre aber ziemlich cool. Oder hier so ein abgestürzter X-Wing ist da irgendwo. Ja, Sacred würde ich zutrauen. Jetzt regnet's hier. Platsch. Oh, wow. Moin, Orks. Hatten wir auch noch nicht, oder? Nee, Richtige ich Ork. glaube, die sind neu. Oh, es sieht aber schick aus, das Lager hier. Ein lecker Schwein da auf dem Grill. Fancy Zelt, moin Tag. Und da Boah. liegt das Gemälde. Haben wir. Geil. Komm nicht raus, eine Spinne ist im Weg. Ah, das ist doch so blöd, warum kann ich einem denn den Weg versperren? Dicke Spinne, geh weg. Trollspinne. Ja, ich hab. Mann, was ist denn los? Ich muss mal eben ein Stück trinken. Tu das. Das gehört sich doch gar nicht in Let's Plays, hör mal. Es tut mir leid, aber ich habe irgendwie mega den Frosch im Hals, warum auch immer. Gerade eben war das noch nicht so. Das ist die Aufregung. Ja, die total. Nach 66, nach 60 Parts geht's los. Scheiße, ich werde hier aufgenommen. So, was sagt ihr denn? Töte die riesige Sumpfratte. Ach, oh ja, perfekt. Oder findest du nicht diese Farben? Großartig, ein wahres Meisterstück von Stowe. Ah, es gefällt dir? Natürlich tut es das. Ich liebe diese antike Kunst auch.
Nun, eine letzte Aufgabe hätte ich noch für dich, bevor ich dir ein wenig Koboldbenimmen beibringe. Eine riesige Sumpfratte treibt sich hier rum, die meine ganzen Heuschrecken und Kakerlaken frisst. Finde und töte sie, ich werde doch nicht die Delikatessen des Sumpfs mit deinem stinkenden Nagetier teilen. Yay. Sumpfratte. Müssen wir da hoch? Ja, ich habe gerade auf die Karte geguckt. Ja. Ja, ich hatte ja dir das, glaube ich, schon erzählt, dass ich hier am Wochenende, also beziehungsweise als wir letztes Mal aufgenommen haben, hat man das ja mitbekommen, dass ich da gerade meine Grafikkarte geliefert bekommen hatte. Da habe ich die natürlich sofort eingebaut am Samstag. Stellte dann fest, dass die Grafikkarte gar keinen VGA-Ausgang hat. Bam, bam, bam. Das heißt, ich kann nur mein hier einen Monitor anschließen mit dem HDMI-Kabel, was ich hatte, und mein VGA-Kabel war nutzlos. Deshalb musste ich noch ein DVI-Kabel holen. Habe ich dann auf prompt Samstag noch gemacht. Und dann bin ich jetzt heute mal dabei gewesen, den ganzen Müll von der Verpackung da wegzuschmeißen. Pack dann diesen Karton erstmal richtig leer. Okay, lies erstmal vor. Okay. Yolda, bei dem Herrn meiner Fliegen, die Ratte ist tot, gut gemacht, dann will ich dich mal in den Koboldbenimm einführen. Hör gut zu und sprich mir nach. Willkommen, ihr noble Grünigkeit. Senea Lubon Roy Emoklev. Unser Fisch ist euer Fisch. Ja, ich kann leider kein Kobold. Ich danke für den ganzen Fisch. Fürchterlichen Akzent hast du da. Ich werde es für dich aufschreiben. So, hier bitte. Okay. Ja, wie gesagt, ich packe den Kram heute aus. Diesen ganzen Styropor-Verpackungskram, also dass das Ding nicht so rumwackelt. Kennt man ja. Und dann ist da einfach ganz unten drinne, ist das ein dummer Adapter für VGA zu DVI. Das heißt, ich habe mir dieses Kabel völlig umsonst gekauft. Scheiße. Und was viel schlimmer ist, du musstest völlig umsonst dich nochmal richtig anziehen und rausgehen. Ja. Aber ich habe damit auch einfach nicht gerechnet, dass es da unten drunter unter dieser Styropor-Kacke. Und da ist dann auch eine Treiberinstallations-CD bei gewesen. Aber habe ich ja auch nicht gebraucht. Tja, kann man sich ja heutzutage nicht mitgedacht. Alles im Internet kaufen. Und ja, macht man ja sowieso nochmal. Da sind ja sowieso immer aktuellere Treiber und alles. Ja, also von daher. Aber auch total bekloppt gemacht. Anstatt das da irgendwie oben drauf zu legen oder unten drunter, sodass man das halt sofort sieht, wenn da. Ach, hier waren wir schon, ne? Ja. Ja. Das ist eine komische Fischerhütte. Genau. Und der sitzt immer noch da und angelt. Und der hat jetzt wieder ein gesundes Bein. Hallo Bären. Die wollen wohl den Fisch aus den Reusen haben. Ich laufe hier gerade oben lang. Ich treffe gerade gar nichts. Meine Spinne macht auch gar nichts. Die fühlt sich jetzt wohl so aufgepimpt. Die denkt sich jetzt, moin. Ja, ist sich beleidigt, weil wir gesagt haben, dass sie mal im Weg steht. Genau. Nee, so kämpfe ich gar nicht. Oh doch, sie hat gerade ganz alleine den Gegner hier gekillt. Und jetzt macht sie ganz böse. Wo gehst du denn jetzt gerade hin? Ich weiß nicht, ich bin gerade einfach nur hier hochgelaufen. Wollen wir da oben mal zu Raubzügler gehen? Dann hier außen am Fluss lang, den Weg hoch, da wo du gerade bist? Ich sehe gerade, dass wir für Koboldknigge auch einfach nur hier das Stückchen noch da hoch müssten. Na, wir können auch einfach. Ja, denke mal, die ist auch eh vorbei, die Quest, oder? Ja, aber die müssen wir noch abgeben. Wir könnten noch dann da oben. Achso, ja, gut. Nee, dann lass uns erstmal zu den Raubzüglern gehen, ja. Du könntest ja dann wieder hier runter teleportieren. Ja, oder halt gerade das Stück zurücklaufen. Das liegt ja auf dem Blick. Einfach nur, um ein bisschen hier zu erforschen, vielleicht finden wir noch mehr Quests. Was ich irgendwie denke. Immer schön die Map aufdecken. Richtig. Schade, ich hätte dir mehr zugetraut. Die sagt das immer so gehässig. Hörst du eigentlich das, was meine Tante sagt, auch, oder? Manchmal. Aber ich höre das von meiner sogar schon nur so super leise. Irgendwie ist das mit der Soundatmung schon ganz komisch bei Sekutsu. Du hast auch leiser gestellt. Ja, aber eigentlich nicht so leise, wie es ist. Was mich immer wieder verwirrt. Apropos leise gestellt. Ich habe es jetzt ja, weil Laudings hatte das gestern mir endlich mal gesagt, wie man das einstellt, dass wenn man bei Skype angerufen wird, dass nicht alle anderen Programme automatisch runtergedreht werden. Sehr praktische Funktion. Oh ja. So. Bringt mir den abgefangenen Liebesbrief zurück. Wisst ihr, was Liebe ist und wisst ihr, wie tragisch es ist, wenn man jemanden liebt, den man nicht lieben darf? Dulcinea und ich, wir lieben uns, aber sie ist verheiratet. Unsere Liebe ist dazu verdammt, dass wir sie nur im Geheimen führen dürfen.
Doch nun ist alles in Gefahr. Einer ihrer Diener hat einen meiner Liebesbriefe abgefangen. Wenn er diesen Brief ihrem Ehemann zuspielt, bin nicht nur ich erledigt, sondern sie auch. Bitte helft mir, holt den Brief zurück. Eieiei. What is love? Baby, don't hurt me. Müssen wir hier rechts runter? Hat das alles bei mir als nicht richtig aktualisiert? Da helfen wir hier den Leuten beim Cheaten. Echt mal. Der arme Ehemann. Hier, dein Stab macht voll schöne Regenbogenfarben. Wo? So rundherum, so ein Aura. So die Leuchten, die es posieren, ja? Schick. Hab ich hier eigentlich meine Grafikeinstellungen hochgedrückt? Muss ich mal auf Fancy drehen. Aber das kann man ja gar nicht hier drin machen. Versteht auch kein Mensch, warum man das nicht im Spiel machen kann. Ja, weil er meistens dann das Bild neu laden muss und das. Ja, jedes andere Spiel schafft das doch auch. Ja, ich mach dem hier gerade keinen Schaden. Anne, bist du noch da? Scheiße, ihr Lieben, ein kurzer Cut, bis gleich. Tja, da bin ich wieder, moin. Upsis. Upsis. Ja, das Problem kennen wir ja schon. Ach. So, ist das so, da hast du hier die Beppus gefletscht? Ja. Vielen Dank für den Spawn hier, was oben, soll das? Oben kannst du raus. Aber hier sind jetzt irgendwie Ausrufezeichen. Können wir die Quest jetzt beenden, indem wir die umbringen oder so, oder? Hm. Ein Brief für mich, oh wie nett von euch, danke, aber bringt nicht normalerweise Wladimir immer die Post, wusste er wohl. Wladimir ist tot, glaube ich. Ist er denn hier? Hallo, Christian Bus. Was? Wenn ihr denkt, was ich denke, dann denken wir vermutlich gerade verschiedene das Gedanken. Das hat schon mal einer gesagt. Aber kümmert euch nicht darum, hier gibt es sicher noch viel zu tun für euch. Ihr habt so langsam das Gefühl, dass diese Leute, die einfach nur so blöd sind, labern, dass das die Entwickler sind, die einfach nur sich hier verewigt haben. Die einfach mal ihren Namen dahin schreiben wollten. Christian Bus. Das hört sich Christian Bus. Ja, die sind doch alle irgendwie so komisch bislang. Oh, ich habe meine Kristalle gerade einfach mal kurz ausgemacht. So, dann komm weiter. Zu den Raubzüglern jetzt? Jo, müssen wir wieder zurück. Nee. Ah, ich habe meine Buffs gar nicht aktiv. Moment. Aber die Quest war jetzt schon vorbei, irgendwie, ohne dass wir jetzt noch was machen mussten oder so. Ja, wir haben die getötet, die den Brief abgefangen haben und haben ihn gegeben. Ah, so. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich dachte, das wäre eine Frau gewesen, der die. Na, ist ja auch egal. Hm? Nee, ist egal. Töten wir einfach mal ein paar Angestellte. Ja, kann man mal machen. In Sacred wird nicht viel hinterfragt. Also, ich finde, das gehört sich. Ich finde, das gehört sich. Oh, ich bin super müde heute. Ich weiß nicht warum, schon den ganzen Tag. Du musst mehr aufnehmen. Ich habe heute nur Sachen für meine Masterarbeit gelesen. So fleißig. Ist das denn jetzt bei dem Thema geblieben, was du mal erzählt hattest? Oder? Ich habe ja am Mittwoch erst Gespräch mit meiner Dozentin. Ach, warte mal, wir müssen hier über den Fluss. Hier sieht so rot aus, jetzt nicht mehr. Es ist die Abenddämmerung. Ah, wie romantisch. Ach, den Code für die Spiele habe ich jetzt auch bekommen. Für meine Grafikkarte. Hast du dir schon welche ausgesucht? Nee, also ich muss das jetzt nochmal irgendwie wieder eingeben und dann kriege ich dann mal gucken, was dann für Instruktionen kommen. Okay. Ich hätte mir dann vorstellen, dass dann einfach so eine Liste kommt, aus der ich mir was aussuchen kann und dann schicken die mir die Steam-Codes oder sowas zu. Das so. Kann natürlich sein. Ein Schwein. Sind die Krabi. Und tot. Tot. So. Hier sind die Raubzügler. Da ist einer. Ganz viele. All of them. Raubzüglers. Wie treffe ich den denn nicht? Oh, ja. Hm? Oh ja, sagt die. Du hast gleich den Anführer irgendwie getötet. Ja. Der lief hier oben so rum.
Irgendwie trifft meine kein Scheunentor. Ist der Erste, der sich so zusammenkauert. Er hat sich gerade so schützend die Hände vors Gesicht gehalten. Der eine von denen. Irgendwie hat sich gerade die Quest aktualisiert, aber hier sind noch Räuber für uns. Jetzt ist sie bei mir aktualisiert. Und hier unten ist noch eine Quest. Sollen wir die gerade annehmen? Ja, klar. Nehmen wir schon mal hier den. Fährmann Carolus, Natim hat mein Boot zerstört, stellt ihn zur Rede. Ihr wollt trockenen Fußes über den Fluss, dann habt ihr einen netten Weg vor euch. Die nächste Brücke ist weit. Normalerweise hätte ich euch in meinem Boot übergesetzt. Mein kleines Geschäft lief bisher ganz gut. Es kommen immer mal Leute vorbei, die über den Fluss wollen. Lauffaule Jäger, geschäftige Aristokraten. Sie alle sind gern bereit, eine Münze zu zahlen, um sich den Weg zur Brücke zu sparen. Doch wie das so ist, wenn man eine gute Idee hat, dann kommt unweigerlich jemand, der sie klauen will. Ein Kern namens Natim versucht seit einiger Zeit mir Konkurrenz zu machen. Und da er eingesehen hat, dass dieses Geschäft nicht genug für zwei abwirft, hat er kurzerhand mein Boot zerstört. Dort seht ihr die traurigen Reste. Würdet ihr zu ihm gehen und ihn zur Rede stellen, ich komme nicht gegen ihn und seine Schläger an. Na klar, schicken wir doch zwei Schläger Mädels. Schläger da oben hin, oder? Dann würde ich sagen, verprügeln wir morgen ein paar Schläge. Ja, ich krieg voll auf die Fresse. Gib's Assi aufs Maul. Bongo, ey. Lasst euch das nicht entgehen morgen. Ihr kassiert. Bis dann.